Alter, ich habe nicht mal alle Routen ausgeworfen und schon ballert's los. Das ist ja wild. Ei, 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 die dicken Dinger hier am Windenbach oder was? Mach mich mal nicht fertig. Und da ist der erste Kandidat. Alter, 3,2 Döbel. Ja, die wollen wir haben. Genau die wollen wir haben. Und ich habe nicht mal meine dritte Rute hier richtig zusammengebaut. Und schon ballert es hier rein. Also, schnell auf eine normale, einfache Grundmontage umgebaut. Hier an der Stelle, ich habe es gerade schon getestet, sandiger Untergrund. Dementsprechend ein sandiges Blei verwenden. Und ein Vorfach, was nicht ganz so dick und fett ist. Für so einen schönen Trophy-Döbel nehmen wir mal 7,7. Das reicht. Und dann 4er-Haken bis 1er-Haken. Der erste ist gerade auf dem 1er schon reingeballert. Also nehme ich wieder einen 1er-Haken und einen olden Grashüpper. So. Zack. Und da vorne zubbelt es schon wieder. Ich nehme eine leichtere Spitze jetzt hier bei den Fiederruten. Irgendwie ist die Farbe komisch. Ich habe die Schnur nicht getauscht. Das machen wir nochmal eben. Genau, hier schön auf die 19 Kilo Schnur. Mono, damit hier der Verschleiß nicht so hoch ist. So, Bremse runter und da zubbelt es schon wieder. Auf dem nächsten. Ja, das ist geil. Ey. So soll das sein. Spot gerade erst gesehen und direkt hingerannt und mir gedacht, geil, Alter, Döbel geht doch immer. Gerade wenn man hier im Low-Level-Bereich unterwegs ist, bedeutet, wir sind hier gerade am Windenbach, wer es noch nicht gesehen hat. Und am Windenbach auf Döbel und dann auch noch auf Grund ist halt sensationell, denn wir haben die Chance, mit drei Routen gleichzeitig auf Döbel zu gehen. Wenn du zwei Routen hast, für Grund auch natürlich eine Möglichkeit, mit der dritten dann hier vielleicht so ein bisschen mit dem Spinning rumprobieren. Auch das wäre natürlich eine Option. Oder du willst vielleicht Spinning pushen, vielleicht auch einfach mal mit dem Wacky-Rig hier probieren. Vielleicht sogar mit der Strömung ziehen, Treibangeln machen beim Wacky-Rig. Auch das funktioniert ganz gut. Und ansonsten natürlich hier schön auf Grund, auf Döbel. Geil, finde ich schon mal gut. Der erste Biss direkt, so ein dicker Brocken, schmeckt natürlich. Also, wie gesagt, ich hatte gerade rausgeworfen hier und den Untergrund abgetastet. Heißt also, wenn wir jetzt hier so durchziehen, haben wir hier einen Untergrund kiesig und gleich noch einen hier genau sandigen Untergrund. Dementsprechend halt die Bleie anpassen. Heißt also, wenn ihr nicht ganz so weit auswerft, halt eher sandig von der Farbe oder eben steinfarben. Bei dem kiesigen Untergrund, wenn ihr ein bisschen weiter werfen wollt. Zack, der nächste Brocken hier. Guck's dir an. Yep. Und sogar einen Rapfen, Alter. Ach, wat. Rapfen ist aber auch nicht schlecht. Wow. Okay, Rapfen, Döbel, wird schon mal wild. Warum nicht? Da geht der nächste rein. Nehme ich gerne mit. Ich muss hier gleich nochmal die Spitze ändern. Oder ich mache es direkt, damit die so ein bisschen empfindlicher ist, hier die Spitze. Wobei ja die Fische in der Regel auch ganz gut reinballern. Hier 14 Gramm. So, und den auch so ein bisschen weiter weg vom Baum, aber auch nicht so ganz weit raus. Ich bleibe hier in diesem sandigen Bereich. Beim Döbel immer ein bisschen drauf aufpassen, wenn es mal zuppelt. Und es zieht nicht direkt runter oder die Rutenspitze geht nicht direkt runter. Ruhig mal reingucken. Döbel kann sich auch schon einfach mal so auf den Grund legen und warten. Und wenn man das halt sehen will, ob da ein Fisch dran ist, nutzt man halt im Moment am besten noch die Möglichkeit zu warten, bis hier die Schrift anfängt zu flackern. Das ist halt immer noch so ein kleiner Bug im Game, den wir schamlos ausnutzen. Heißt also, jetzt ist einer dran, gucken wir rein und die Schrift flackert. Klapping, klapping. Sieht man das eigentlich im Video? Müsste eigentlich. So, also ran. Und der hat gehakt, hat gebissen. 500 Gramm. Ich ändere hier direkt die Hakengröße. Vom
Viererhaken auf dem 1-1er, also nicht 1-0er, 1er. Und ich könnte theoretisch nochmal den Köder ändern. Maikäfer, wobei Maikäfer gerne auch mal mit dem A-Land funktioniert, aber den testen wir jetzt einfach hier. Vielleicht ballert ja auch hier noch mehr Rapfen rein. Das wäre natürlich auch sexy. Würde ich gerne mitnehmen. So, ja, ich stehe hier wie gesagt mit den normalen Fiederrouten, beziehungsweise mit den zuletzt gekauften Fiederrouten. Und ich muss immer noch sagen, nach wie vor ist es noch nicht the shit. Es ist momentan noch nicht der ultimative Aha-Effekt, die Routen gerade zu nutzen mit diesem plus 10 auf Grundfischen. Ich bin immer noch gespannt. Ich suche immer noch eine Stelle. Es muss halt irgendwo eine Stelle sein, wo grundsätzlich schon eine gute Frequenz da ist. Und da überlege ich halt, und ich war halt noch nicht da, vielleicht doch nochmal zum Bernsteinsee zu gehen. Da vielleicht einfach nur mit Mais und dann auf die, ja, so Schubbis und sowas im Normalgewicht. Also gar nicht so diese super großen, vielleicht sogar kleinere Boilies dran machen. 16er Boilies. Und dann extra eher auf Frequenz zu gehen, um dann einfach mal zu gucken, hat das denn hier eine Auswirkung wirklich auf eine Top-Frequenz oder nicht. Bisher ist es einfach so, egal wo ich jetzt war, alte Festung oder ja, jetzt auch einfach dieser Spot, Bärensee war ich auch, da geht zwar was rein, aber dass ich dann halt eine erhöhte Frequenz feststelle, kann ich im Moment noch nicht sagen. Deswegen, tja, hoffe ich auch einfach mal jetzt vielleicht hier an der Stelle auf eine gute Frequenz mit dem Döbel. Ob das so ist, werden wir sehen. Ich werde die obligatorische halbe Stunde hier mal durchangeln und dann gucken wir einfach mal in einer halben Stunde in den Kescher rein, ob sich das Ganze auch lohnt hier. Ja, jetzt wird es natürlich gerade richtig dunkel und es lässt auch schon schlagartig nach zum Abend hin. Und es sind, also ich habe ein bisschen mit den Ködern natürlich wieder rumgespielt. Ich kann es ja nicht sein lassen. Und es sind dann auch ein paar A-Lande mit reingegangen. Auch nicht verkehrt, wobei grundsätzlich, ja, A-Land muss natürlich auch ein bisschen Gewicht haben. Sowas hier schmeckt dann natürlich schon deutlich besser. Frequenz war okay, könnte mehr sein. Hoppala. Und es könnten natürlich noch ein paar dickere Brocken reingehen. Aber im Großen und Ganzen ist halt so ein Döbel und auch jetzt hier wieder der Kandidat, zack, 2 Kilo Döbel, auch das schmeckt. Und die große Frage ist halt dann immer, was bringt der im Großen und Ganzen und was bringt der im Kescher? In der Nacht baue ich jetzt gleich mal um hier auf Mistwurm und hoffe da vielleicht noch auf den Don. Aber jetzt gehen wir mal eben schnell zum Café, beziehungsweise erstmal zum Fischmarkt und gucken rein, was das Ganze so gebracht hat. So, und als erstes natürlich der Blick ins Café. Haben wir da A-Land oder Döbel drin? Ha! Döbel Trophy? Da brauche ich aber noch ein paar Kilo. Ansonsten keinen der Kandidaten drin. Also schauen wir direkt mal rein hier. Nach Preis sortieren. Dicker, fetter Döbel mit rund 13 Kilo, 13 Silber schmeckt. 8 Silber, 7 Silber, auch der A-Land, auch das nicht verkehrt. Also auch ruhig mal mit dem auf den A-Land testen und probieren. Geht auch ganz gut. Insgesamt jetzt hier in der Zeit 26 Minuten, ja, sagen wir mal knapp eine halbe Stunde, 50, 55 Silber. Ist jetzt noch nicht der Oberburner, aber so fürs erste Testen und gar nicht lange rumprobieren, bin ich damit schon ganz zufrieden. Sieht schon vernünftig aus. A-Land dabei, Döbel dabei, zwischendurch mal halt ein bisschen Beifang. Rapfen ist natürlich auch der Burner, wenn hier mehr Rapfen reingehen würden. Schmeckt. Ja, kann man machen. Ich mache direkt noch ein bisschen weiter, mache die Nacht durch und am nächsten Tag auch noch weiter. Petri Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch.